Herzlich willkommen zu einem neuen Short Review Review Let's View und mal wieder zu einem Thomas Action Figure Digest, einem amerikanischen Toy-Magazin. Das ist jetzt gut 10 Jahre alt und ja, was soll ich dazu noch näher sagen? Wir schauen uns das einfach mal an. Ja, vorne seht ihr gleich Halo Reach, 2 Figuren, das heißt Actionfiguren, kommt zu diesem Computerspiel raus. Das unten sieht nach einem Spawn-Logo aus, also könnte das McFarlane Toys sein. So, blättern wir da mal gleich rein. Hier können wir auch genau sehen, Nummer 192 aus dem Jahre 2010. So, gehen wir mal hier mittig. Star Wars Sideshow Collectibles, eine Firma, die Collectibles herstellt. Ein sehr, sehr schönes, ja, Collagen-Artwork, ihre Kunstwerke. Und hier können wir schon mal sehen, ein bisschen, worum es geht. Von Batwoman oder Batgirl, Star Wars, zu Hot Wheels vermute ich mal. Hier ist nur noch mal Star Wars und noch mal Batman. Also, mal sehen, was uns da erwartet. Hier schöne, ja, Puppen. Was haben wir denn da alles Schönes? Twilight. Und hier haben wir Supergirl und ein Hasen aus der Alice-Serie. Ron Weasley und Harry Potter als Puppe und Professor McGonagall. Ist schon witzig. Auch nicht schlecht gemacht. Also die Gesichter, finde ich, sind teilweise gut getroffen. So, weiter geht's. Weitere Puppen kann ich jetzt nicht zuordnen, aber so ein bisschen gekleidet im Stil von Dings hier, yes. Over the Rainbow. Der Zauberer von Oz. So, da haben wir's. Unten noch mal ein paar DC-Figuren. Mrs. Joker sieht fast so aus. Lara Croft haben wir hier hinten. Eigentlich schon recht eindrucksvoll. Kann man nicht anders sagen. Gut, was gibt's Neues? News-Seite. Und da fangen wir doch mal an mit Kotobukiya-Figuren. Die sind leicht erotisch angehaucht, sind bei den Mädels besonders, was eine japanische Style-Firma ist. Aber ich meine, Sabertooth oder auch Wolverine sehen echt klasse aus. Der Wolverine auch in Braun, ist fast eine ähnliche Version. Batgirl sehr sexy in Pose, genauso wie Emma Frost und Psylocke und Rogue. Gibt auch was oder macht auch was her. So, nächste Seite. Ja, hier geht's weiter, noch schöne Sachen hier von New Genesis Evangelion. Dann ein paar Figuren, die ich jetzt nicht einordnen kann. Aber geht schon zu Star Wars über. Hier eine Boba Fett Prototypfigur und ein Darth Maul. Ja, und Star Wars geht es hier gleich groß weiter. Hier haben wir die Star Wars Celebration, in dem Sinne ja von 2010. So, hier sehen wir sogar auch schon Figuren, da haben Lebensgröße Ahsoka und Anakin aus den Clone Wars Sachen, aus den Clone Wars Serien. Und hier sehen wir auch viel Cosplayer, auch in rosa R2-D2. Rechts haben wir Prinzessin Leia, Cosplayer, die sich bei Jabba hinsetzen können und mit fotografieren. Ja, Prinzessin Leia in dem Outfit ist sehr beliebt, egal was andere sagen. Und hier, das sieht nach Lego aus, Lego Star Wars, riesen Diorama aufgebaut vom Battle of Hoth, richtig klasse. So, was haben wir weiter? Ja, Star Wars hier mit den rosa R2 nochmal, auch ein lebensgroßer TIE Interceptor. Und hier sehen wir, es gab wohl 2 Sonderfiguren, einmal von John Stewart, der das präsentiert hat, eine extra Figur als Sturmtrupper mit abnehmbarem Helm. Dort Lukas war wohl auch anwesend. Hier sind auch so ein paar Retro-Figuren ausgestellt. Hier haben wir auch nochmal ein Diorama.
Lego Star Wars ist natürlich vertreten. Oh, und hier auch ein Diorama von Bespin, wo Han eingefroren wurde im Carbonit. Wieder Cosplayer. Es gab sogar wohl eine Jedi-Hochzeit. Aus dem Comic Empire konnte man, gab es Figuren. Und da sehen wir hier Kami und Fixer. Das sind ja zwei Charaktere aus einer Deleted Scene von Star Wars Neue Hoffnung. Die waren ja vorher nicht zu sehen. Da ist Luke in die Tashi-Station gefahren, hat seinen Kumpel Bix getroffen. Bix ist hier jetzt zu sehen, der mit dem Schnauzer, der abgeschossen wurde beim Angriff auf den ersten Todesstern. Und er hat seine beiden Freunde getroffen. Als Fans der Serie natürlich schade, dass sie nicht drin waren, aber dafür sind sie jetzt in The Book of Boba Fett, in der neuen Disney-Serie zu sehen. Und zwar, ich glaube, in Episode 2. Da geht Boba Fett in die Tashi-Station und die beiden sitzen da. Echt toll. Tolle Hommage. Ja, hier haben wir auch nochmal zwei Kopfgeldjäger, die Bounty Hunters. Im Retro-Style, aber auch schon ein bisschen modernisiert. Zur Celebration gab es natürlich auch sehr, sehr viel Werbung. So. Auch hier die Kanone aus Imperium schlägt zurück. Viele Dioramen, Händler. Was das Star Wars Toyherz ja, begehrt, wird es auch finden. Echt klasse. So, was hat die nächste Seite zu bieten? Ja, hier noch ein bisschen Star Wars und dann geht es schon fast zum Konkurrenten über. Auch schöne klassische Figuren. Das sind wohl irgendwie alte Sachen, die versteigert wurden, wenn ich das sehe. Ganz alte Kenner-Figuren. Es gab auch schon damals diese Puppen. Und hier auch so ein Mail-In, Figuren-Mail-In, was verkauft wurde wohl. So, dann haben wir hier auch ein paar klassische andere Figuren von Star Trek, Batman, Spider-Man, die Monster von Universal. So, und dann geht's schon, haben wir hier, wo wir von sprachen vom Eingang oder eingangs eben halt Halo Reach. Und ja, Gegner, Bösewichter, verschiedene Spartans, nicht schlecht. Geht es auch noch weiter, sind wohl auch teilweise im Doppelpack oder sind im Doppelpack wohl verkauft worden. Nicht schlecht das Ganze. Und Fahrzeuge gab es auch, nicht schlecht, macht Spaß. Ja, der Speed Shop. Es geht da nur um Hot Wheels, was so erschienen ist in manchen Zeiten. Ein Update an Fahrzeugen. Mal sehen, was haben wir denn da Schönes oder Auffälliges, was interessant ist. Na. Ja, ein paar schöne bunte Autos. Ich bin jetzt nicht so der Autokenner in dieser Richtung, aber wie ihr seht, Hot Wheels ist ein mega Sammlungsgebiet. Es gibt unzählige Klassiker in verschiedensten Farben, verschiedensten Designs. Hier haben wir ja so ein Bumblebee Transformers Bumblebee Corvette. Auch natürlich so bemalt wie aus dem Film. Ja, hier auch ein paar Kuriose und hier haben wir sogar ein Batmobil zwischen. Nicht schlecht. Ah, und hier ein Ghostbusters Ecto 1. Ja, gibt es auch. Nicht schlecht. Haben was. So, was haben wir hier Schönes oder Auffälliges? Boah, auffällig sind die Wagen auf jeden Fall. Aber jetzt nichts, was mir jetzt auffällt, wo ich was zu sagen kann. Ich finde es sehr lustig, dass sie hier die ganzen Felgen immer abbilden, denn wie vielseitig auch diese Hot Wheels Autos sind, also das ist fast unglaublich. Wie realistische Autos halt. Ja, weiter geht's. Noch ein paar Hot Wheels, noch ein Truck und wie immer der Guide, den es jetzt gibt, oder zwei Guides, wo die wahrscheinlich das Ganze auch zusammenfassen. So, haben wir mal ein bisschen andere. Hier haben wir wieder ein paar DC-Figuren. Schönes Artwork hier. Und dann ist Batman Arkham Asylum-Figur. Und hier haben wir auch so ein paar
Mädels, Supergirl und Jade, Diana Troy, Donna Troy. Hier noch weiter mit weiteren Puppen, ein bisschen aus Animated Comic Style. Nicht schlecht, sind sehr gut gemacht. Auch hier schon Mera, sieht eigentlich auch schon aus wie aus dem Aquaman Kinofilm. Sehr, sehr getroffen. Und dabei gab es den Kinofilm noch gar nicht. Also sehr interessant. So, hier haben wir Raven, Sinestro, Wonder Woman. Version mit dem Anzug. Auch hier, den zweiten Wonder Woman Film gab es noch nicht. Eine ähnliche Rüstung, auch sehr interessant. Und hier ein Händler. Wurde was verkauft. Wovon haben wir ja schon diese Sachen detaillierter gesehen. So, die Wrestling-Fans kommen auch zum Zuge. Hier kann ich nicht so viel zu sagen, weil das nicht ganz meine Zeit ist. Ich kenne natürlich hier The Rock, Dwayne The Rock Johnson, der Undertaker im schönen Barbie-Mantel, Teddy Biasi, Rowdy Roddy Piper. Das sind so Klassiker, die ich so kenne. Und hier bin ich ja auch schon, hier ist schon ein moderner Undertaker, glaube ich. Oder ist das nicht? Bin ich mir gar nicht so sicher. Aber sehr interessant. Das sieht nach John Cena aus. Ach, da haben wir wieder was Klassisches. Ghostbusters! Ja, die Endszene vom Endkampf. Und hier eigentlich recht gut getroffene Figuren. Und, kann man so positionieren dann mit wechselbaren Händen. Hier so ein bisschen Real Ghostbusters Style. Auch nicht schlecht, aber eben halt ein bisschen so, ich denke mal, Barbie-Puppengröße. Und weiter geht es. Ja, hier Comic-Helden, das sind so Prototypen wahrscheinlich. Daredevil, The Arrow, Zorro, so ein Grendel, ich dachte erst Venom, aber es gibt manche ähnliche Figuren. The Phantom, auch schon so ein Klassiker. Noch Transformers. Jetzt geht's mal mit zu Transformers. Die Constructicons. Kleinere Filmversionen im Stile der klassischen G1. Können sich ja auch alle in Baufahrzeuge verwandeln. Bei denen haben wir auch haben wir 7 Baufahrzeuge im Vergleich zu den Constructicons, die aus 6 bestehen. Und alle können sich zusammen in Devastator verwandeln. Und dann haben wir hier auch noch so ein Ravage Infiltration Set, was aus einem Filmteil eben besteht wohl, was beim Film damals war. Hier können wir auch dieses Set ein bisschen einzeln betrachten. Und Ravage ist ja hier zu sehen. Dann haben wir hier noch The Victory of the Fallen, ein paar Figuren-Sets, wo die Figuren etwas kleiner sind. Das ist mehr Spielspaß. Die Movie-Figuren sind nicht wirklich meine, aber es ist immer wieder interessant, sie sich anzusehen. So, was haben wir denn auf der nächsten Seite? Weiter geht's dann noch mit Transformers. Hier haben wir exklusive Figuren, die nicht im Film vorkamen. Ein Banzai-Tron haben wir hier. Banzai ist war eine Figur aus der Transformers Action Master Reihe. Da haben sie sich so ein bisschen entlehnt, glaube ich, vom Namen her und so. Und dann sind ein bisschen gemischt mit Bloodgedon, der Pretender, der klassische G1, der ist auch, glaube ich, in der Form anders herausgekommen. Also auch in dieser Art mit ein bisschen anderer Kolorierung, vermute ich mal. Vielleicht auch ein anderer Headsculpt, also ein anderer Kopf. Aber auch nicht schlecht. Und dann hier den Hybro. Da haben sie so ein klassisches Doppelpropeller-Flugzeug genommen. Auch sehr interessant, überhaupt ein sehr interessanter Figur. So, dann haben wir hier Payload, The Fallen und hier, interessant, hier ist ein Optimus Prime, der kommen sollte und hier fehlt die zweite Hälfte, weil wir haben ja die andere Hälfte nicht gesehen. Da haben sie irgendwie Mist gebaut beim Druck. Könnt ihr sehen, ich kann das nicht rauszaubern, das gibt's nicht. Das ist hier die richtige Parallelseite. Tja, man kann auch beim Druck irgendwas falsch machen oder beim Layout. Die Nachbestellung. Und wieder sind wir bei Star Wars, Star Wars Heroes, so ein bisschen, ja, gequetschte Figuren, ich finde sie jetzt nicht alle so dolle, das sind nicht meine Figuren,
Cad Bane, Dara Sing, also viele beliebte Figuren außer Star Wars und Clone Wars Reihe. Ja, nicht schlecht. Das Vader Luke schon interessant, dass sie die gleiche Haltung haben. Ja. Dann gibt es ja noch ein bisschen Spielzeug zu Star Wars, so Action Spielbereiche. Keine Ahnung, was das ist direkt. So ein bisschen. Ja, ein bisschen vielleicht mit Aufspeeden. So, dass man die so mit Rädern so ein bisschen beschleunigt. Ja, und dann haben sie hier so einen Blick von Star Wars The Old Republic von dem Computerspiel. Von BioWare, was demnächst kommen sollte. Ja, und hier ist The Force Unleashed von dem Konsolenspiel. Nicht schlecht. Viel Bilder, wenig Text. Was braucht man mehr? Boba Fett scheint auch aufgetaucht zu sein. Oder ist es ein Klon? Irgendwie fehlt hier ein Arm. Sieht aus, als ob ihm ein Arm fehlt. Interessant. Mal sehen. Ja, dann haben wir hier nochmal UFC, Ultimate Fighting Championship Werbung von Figuren, die kommen. Und vielleicht, ja, von Figuren, die man so präsentieren kann. Von den Helden. Ja. Das war ein Let's View vom Thomas Action Figure Digest von 2010, der Nummer 192. Wenn euch das gefallen hat, freue ich mich über Likes, einen Kommentar besonders, und ihr könnt mich natürlich auch abonnieren, freue ich mich auch drüber, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.